Hallo und herzlich willkommen hier zu... Ey, es fängt genau an, wenn wir aufnehmen. Ich wollte gerade sagen, zu Black Screen. Fuck, wir hatten nämlich gerade irgendwie 20 Sekunden lang Black Screen. Und ich wollte dazu sagen, hallo und herzlich willkommen hier bei Black Screen, das Spiel. Nein, es muss starten. Oh, ist das laut. Also. Lol, ich drücke einmal kurz rauf. Also, was wir sagen wollen, ist natürlich... Hallo und herzlich willkommen zu Feuerwehr. Denn das Spiel heißt... Feuerwehr. Sonst gar nicht. So, Ein bisschen. Das ist. Heiko. Okay, ich hab's geschafft. Tipp da doch mal richtig drauf. Alles unter Kontrolle. Ja. Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Okay. Geht das? Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Viel zu lange. Du tippst da viel zu lange drauf. Ich glaube, das ist das eigentliche Spiel. Let's stell da jetzt hauen, wenn du okay, so gehst. Credits gucken wir jetzt am Ende mal an. Mhm. Die Musik ist eigentlich immer noch viel zu laut. Ich hoffe, man kann uns einigermaßen hören. So, ich mach die Musik mal aus. So, hier haben wir gerade Feuer gelöscht. Mehr kann ich nicht. Feuer gelöscht. Da müssen wir jetzt mal. Die Maus ist so schwammig. Oh, was für eine. Ich habe 500 FPS. 20! Und wir hatten eben im Blackscreen hatten wir 3000. Knapp 30 FPS. Oh, okay. E in Zimmer brand. Wurde von einem Bewohner gelöscht. Ausrücken zur Kontrolle. Falls der Brand wieder aufflammt, retten Sie die Bewohner, löschen Sie den Brand, versorgen Sie die Verletzten. Einsatznummer 16-03. Oh Mann, ich durfte nicht zu Ende lesen. Oh, was für ein geiles Spiel ist das denn? Wir haben sogar eine Lebensanzeige, ja? Ja. Guck mal, wie die Frau, fahre zum Ziel. Wie die Frau da vor dem Haus steht, die gelbe. Da. So, fahre zum Ziel. Jetzt muss ich wissen, wo das Ziel ist. Ja, wo ist denn das Ziel? Ja. So, weiter kann ich nicht rauszoomen. Oh, die Map ist groß. Da ist das Ziel. Wo? Hoch. Hoch. Da der gelbe Pfeil. In der Mitte. Wie ist der denn gefahren? Kannst du auch laufen? Ah, ich muss auf den Pfeil klicken. Ah. Boah, ist das laut. Ist das laut? Ja, ich hätte mal lieber doch wieder mit Outer City aufnehmen sollen. Lol, wo ist denn lang gefahren? Einfach mal über den Fußweg gefahren. Hier vorne brennt's. Der steht aber da hinten. Warte, ein Pisser. Fahre zum Ziel. Kann man die Map drehen? Ich muss bestimmt ein bisschen lauter werden, oder? Nee, alles schon gut. Jetzt ist es ja nur, wenn er fährt. Achso. Da ist ein Lebensbalken. Absitzen. Ah, okay. Da drinnen sehe ich Lebensbalken. Oha. Atemschutz anlegen. Okay, Moment. Verteiler aufstellen. Da. Da, einfach mal. Verteiler so verlegen. Der muss bestimmt WTF dran. Der heißt WTF1. So, von. Da. Nee, Moment, falsch. Muss bestimmt zu einem Hydranten. So. Guck mal zu dem Punkt da hinten, der blinkt. Zeugen befragen. Hallo? Den da. Pressluftkontrolle. Dann musst du Schaumlöscher einsetzen. Da. Du Schaumlöscher einsetzen. Da. Perfekt. Du machst Feuer mit Wasser löschen. Da. Das ist so ein kleines langweiliges Strategiespiel, ne? Da hätte man so richtig rumbrausen können und randalieren und. Mit Axt ausrüsten. Das ist ja doof. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich mache. Verletzte Person wegtragen. Dich. Erstmal mit der Axt auf sie zulaufen. Ich werde sie retten. Erste Hilfe dem kleinen Kind. Oder auch nicht. Ich gucke jetzt mal ganz genau, wie er sie mitnimmt. So. Er hilft ihr gar nicht. Er steht ja nur rum. So. Guckt sie nicht mal an. Gib mal einem irgendwie Auftrag, dass er nochmal weitermacht. Ich versuch grad. Geh zum Ziel. Okay. Geh da mal rein. Ja. Was kann ich jetzt hier noch machen? Evakuierung durchführen. Mhm, sehr gut. Solche nee, kann ich nicht. Dieses Ziel ist nicht erreichbar.
Was muss ich denn machen? Schaumlöscher einsetzen. Wie ein... Achso, da habe ich jetzt, okay. Was habe ich hier? Zeugen befragen? Nee, ich will jetzt keine Zeugen mehr für Ausrüstung einsammeln. Keine Ahnung, was ich hier gerade mache. So, ich glaub, du hast das gar nicht erst gelöscht. Der ist schon wieder weg. Leute, ich habe das Gefühl, die sterben da drin. Sollen sie? Wenn sie Spaß dran haben. Ich habe ernsthaft das Gefühl, die sterben da drin. Weil das ist schon der zweite, der reingegangen ist und nicht mal rausgekommen ist. Okay, wir machen das jetzt professioneller. Sollte er ihr nicht helfen? Ja, eigentlich schon. So, Ausrüstung zurücklegen. Ausrüstung immer noch zurücklegen. Okay. Nee, ich möchte... Hydranten anschließen. Wo ist denn hier ein Hydrant? Nirgends. Doch da hinten, da blinkt was. Leute, da ist einer. Da ist wieder einer. Er lebt wieder. Er rennt mit ein bisschen Schlauch durch die Gegend. Ist mein Schlauch. Feuer mit Wasser löschen. Da. Ach so, und dann muss ich halt da zum Beispiel sagen. Die ganzen Leute voll gechillt, einfach zwischen dem Auto und dem Brand hin und her gehen, einfach nicht gucken. So. Ah, die schließen jetzt das Wasser da an, wenn ich das richtig verstehe. Damit wir dann gleich mit Wasser löschen können. Genau. Oh, jetzt laufen sie. Oh, jetzt, oh, jetzt ich mach aber nichts. Jetzt hat das Spiel angefangen. Ich mach einfach, ich guck mal, was sie machen. Okay, jetzt sind sie schon kaputt. Schlecht. Schlechte Kondition. Okay, ich glaube, das war's von denen. So, Verteiler verlegen. Ich glaube, den musst du irgendwo hinsetzen, den Verteiler. Da ist jetzt noch einer drin. Da oben brennt es jetzt auch schon. Ups. Verteiler aufstellen. Ah, jetzt kann ich hier vorne den Verteiler aufstellen. Okay. Ich komme langsam dahinter. Ich komme dahinter. Komm her, komm her. Der rennt schon weg, ey. Das finde ich voll asozial. Ja, ich kann mir das nicht angucken. So, jetzt kann ich den Verteiler verlegen. Und zwar von da nach da. Ah, so läuft das. Nee, Moment. Verteiler verlegen wird etwas anderes. Achso, dass ich den verlege von der Position. Da brennt das schon. Leute. Mit Axt ausrüsten, keine Ahnung. Atemschutz anlegen, einmal du bitte. Hier am Auto. Geh zum Ziel. Feuer mit Wasser bekämpfen. Das. Oh, guck mal, da verliert einer Leben. Die anderen sind bestimmt schon alle gestorben. Ah ne, die sind da noch drin. Ja, aber das brennt langsam mehr. So, ich habe jetzt den mal. So, jetzt habe ich einen Schlauch gegeben und auf den Verteiler gezeigt. Also das Feuer ausgewählt und auf den Verteiler gezeigt. So, vielleicht schließt er sich jetzt da ja an. Das wäre so geil. Ja. Kommt nicht hin. Meinst du? Sieht nicht so aus. Brennt nur noch mehr. Er löscht mit Benzin. Feuer gelöscht. Keine Kosten. Mission gescheitert. Oh. Wegen Feuerüberschlag innerhalb des Budgets. Wen interessiert das? Niemand. Wollen wir nochmal? Ja, klar. Okay, mittlerweile weiß ich ein bisschen, wie es geht. Okay, so. Jetzt weiß ich mittlerweile, wie es geht. Jetzt sind wir die Oberpros. Uns kann... Oh, dachte, da hast du sogar eine Story dabei. Jetzt ist gleich wieder der Ton so mega laut. Es gibt jetzt übrigens in Deutschland ein neues Polizeisirenengeräusch. Hast du das mitbekommen? Nee, aber es gibt nur einen 5-Euro-Schein. Ja, den auch. Ja, den gibt es schon ein bisschen länger. Aber das, die Sirene ist wie die in Amerika mit einem roten Blinklicht. Weißt okay. du auch warum? Weil viele Leute einfach immer übersehen haben, dass sie anhalten, also übersehen haben, dass sie anhalten sollten. Und dann sind die einfach weitergefahren. Also sie haben es natürlich übersehen. Und deshalb gibt es jetzt eine neue Sirene. Aber nur für diesen Zweck, also nur zum Anhalten. Ist doch super. Braucht kein Mensch. So, ich schließe jetzt erst deinen Hydranten an. So. Denn... Der rennt da mit dem Schlauch hin. Nee, die beiden rennen jetzt dahin. Also. So. Ich kann nicht hier so... Den Verteiler diesmal ein bisschen näher ran. Ja. Aber das ist der Trupp. Das sind hier so verschiedene Trupps. Jeder kann was anderes. Oh, 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 oh.
Atemschutz anlegen. Mit Axt ausrüsten. Evakuierung durchführen. So, ich versuche jetzt mal mit dem das Haus zu evakuieren jetzt noch, weil aktuell qualmt's ja nur. Mhm. Klingt nach einem guten Plan. Ja, jetzt ist er da reingegangen und weg. Der ist wieder verschwunden. So, die sind jetzt wieder da, die haben jetzt hin. So, Verteiler aufstellen. Ich stelle jetzt mal direkt hier vor auf. So. Jetzt kommt der da vielleicht auch mit seinem Schlauch hin. Ja, ich teste. So. Kann jetzt nicht mal anklicken, aber nice. So. Pressluftkontrolle einmal. Ah, jetzt kann ich. So. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich auch nicht. Aber das will ich, glaube ich, auch gar nicht wissen. Irgendwie ist die Map klein. Ja, nicht so wie die Insel, die wir eben gesehen haben. Was macht er denn da? Rennt er einfach am Feuer lang? Das geht aber nicht. Wer kann jetzt so mal das Feuer Hydranten anschließen? Schaumlöcher. Nein, ich möchte jetzt ja... Ich glaube, den Verteiler muss ich mal ein bisschen verlegen. Weil ich kann es nicht mal mit Wasser löschen. Die Option habe ich aktuell gerade nicht mehr. Nur von dem Team nicht mehr oder generell nicht mehr? Nee, die anderen können das ja nicht. Das kann ja nur dieses Team hier. So. Und der redet gerade, ne? Ja, wie es aussieht. Solltest du vielleicht nicht danach die Zeugen befolgen? Und erst ich kann nur den Schaumlöscher retten. Feuer gelöscht. Wir sind uns wegen zu viel Opfer. Ach, fick dich, Spiel. Das ist doch kacke. So, Quelle jetzt nochmal. Für die Leute, die ihr umbringen müsst für dieses Spiel. Screen. Heiko. Das nennt man hier. Okay, das ist keine Ehre. Aber Dieter. Dieter. Level. Dieter. Ja, das muss so irgendwie... Guck mal. Produktionsleitung. Dieter Eichert. Game Design. Dieter Eichert. Programmierung. Max Hübner. Helmar Björn Jepsen und Heiko Behrens. Die müssen wir alle vorlesen. Wir müssen die fertig machen. Level Design. Nein. Ich möchte gucken, ob es solche doppelt gibt. Die Grafik ist von Dawn Parisi. Jetzt wissen wir, warum die Grafik so scheiße ist. Gibt es hier noch welche doppelt? Thomas? Thomas irgendwo? Thomas? Nee, das ist ein anderer Thomas. Thomas doch, da Wayman Handbuch und Level Design ist der gleiche. Super. Wird nicht besser, mein. Eichert. Da gibt es noch einen Eichert. Ja. Guck mal, das sind Brüder. Daniel und Miriam Eichert und Dieter Eichert. Wo? Unten sind Daniel und Miriam, unten rechts. Ach da. Und oben ist Dieter Eichert. Meinst du, das ist so ein Familienunternehmen? Ja. Fairhaus Ton Hamburg. Sprachaufnahmen. Gott, nein. Aus Hamburg. Nein, ich wohne in der Nähe.